Die Massenänderungen in der Antarktis sind ein Teil der Auswirkungen des globalen Klimawandels. Wir können sehr gut mit geodätischen Methoden messen, wie sich die Antarktis im Zuge des Klimawandels verändert. Und wenn wir nun Eismassenänderungen der Antarktis sehr genau ableiten wollen, so müssen wir auch wissen und verstehen, wie die feste Erde auf diese Eismassenänderungen reagiert. Eine der Folgen des Klimawandels ist der Rückzug des Eises in den Polargebieten. Aber Eis ist nicht gleich Eis, sondern gibt es zum Beispiel das Meereis, das ist quasi gefrorenes Meerwasser, das auf dem Ozean schwimmt. Und dann gibt es Gletschereis an Land, das ist quasi aus Schnee gewordenes Gletschereis, das den Kontinent bedeckt und dort Gletscher bildet. Wenn diese Gletscher in den Ozean fließen und da abbrechen, dann bilden sich Eisberge, die dann im Ozean schwimmen. Und besonders viel Eis gibt es am Südpol. Da bedeckt der antarktische Eisschild einen ganzen Kontinent, Kontinent Antarktika. Dieser Eisschild ist mehrere Kilometer dick und umfasst ungefähr fast 70% des gesamten Süßwassers der Erde. Und wenn nun mehr Eis in den Ozean rutscht, als durch Schnee wieder nachkommt, dann ändert sich die Masse dieses antarktischen Eisschildes. Diese Massenänderung des antarktischen Eisschildes, das ist ein guter Indikator für den Klimawandel. Seit 2002 messen die Satellitenmissionen GRACE und GRACE Follow-On, wie sich die Massenverteilung auf der Erde ändern. Die Satellitenmission funktioniert vereinfacht ungefähr so, dass das zwei Satelliten sind, die hintereinander herfliegen. Das heißt, die haben ungefähr immer einen ähnlichen Abstand zueinander und verfolgen sich die ganze Zeit. Kann man sich so vorstellen, dass wenn man jetzt hier an einem Ort eine große Masse hat und die Satelliten sich dieser Masse nähern, dann nähert sich erst der erste Satellit und wird von dieser Masse angezogen. Und kurz danach wird auch der zweite Satellit von dieser Masse angezogen. Und so verfolgen die sich bei ihrer Reise um die Erde. Das heißt, aus den Änderungen der Bahn und der Abstände der Satelliten zueinander kann man wieder berechnen, wie sich die Masse auf der Erde verändert hat. Das heißt, das Ergebnis ist, dass man eine Zeitreihe bekommt, monatlich aufgelöst, wie sich die Masse des antarktischen Eisschildes geändert hat. Und man kann nicht nur schauen, für die gesamte Antarktis, wie sich da die Masse geändert hat, sondern man kann auch schauen, wo sich die Masse geändert hat. Besonders viel Massenverlust gab es hier in der Westantarktis in den letzten 20 Jahren, in diesem Gebiet. Diese Eismassenänderungen haben auch einen direkten Effekt auf den darunterliegenden Kontinent, auf das Festland Antarktika. Das Festland oder auch die feste Erde wird oft eingeteilt in den Erdmantel und in die Erdkruste. Und die feste Erde reagiert auf Eismassenänderungen, die wird dadurch deformiert. Vereinfacht können wir sagen, dass eine Zunahme der Eismasse die feste Erde belastet. Und wir können an der Erdoberfläche eine Senkung der festen Erde beobachten. Und andererseits, wenn die Eismasse abnimmt, dann sehen wir eine Entlastung der festen Erde und somit also eine Hebung. Diese Deformationen der festen Erde können wir tatsächlich messen. Und zwar mit GPS und anderen Satellitennavigationssystemen direkt vor Ort in der Antarktis. Was brauchen wir dafür? Natürlich eine GPS-Antenne. Es gibt verschiedene Modelle von GPS-Antennen. Zum einen ein älteres Modell, die Antenne mit Grundplatte, oder auch eine etwas neuere Variante, die Grundplatte ist schon mit verbaut. Befestigt werden die GPS-Antenne direkt auf festem Fels. Das ist möglich mit solchen Bolzen, mit solch einer Vermarkung. Wir haben schon gehört, dass es in der Westantarktis die größten Eismassenänderungen derzeit zu beobachten gibt. Und das ist auch die Region, wo wir die größten feste Erde-Deformationen messen können. Dort sehen wir Hebungen im Bereich von mehreren Zentimetern pro Jahr. Diese Deformation der festen Erde ist nicht nur ein geometrischer Effekt. Auch im Erdinneren bewegen sich dabei Massen. Das heißt, das zähflüssige Mantelmaterial im oberen Erdmantel wird verdrängt bzw. fließt zurück, je nachdem, wie sich die Eismassen ändern. Für GRACE und GRACE Follow-On heißt das, dass sie nicht nur beeinflusst werden durch die sich ändernde Anziehungskraft aufgrund der sich ändernden Eismassen, sondern auch aufgrund der Massen, die in Bewegung sind im Erdinneren.
Und wenn wir nun Eismassenänderungen der Antarktis sehr genau ableiten wollen, so müssen wir auch wissen und verstehen, wie die feste Erde auf diese Eismassenänderungen reagiert. Vor 2 Jahren war ich tatsächlich selbst in der Antarktis. Wir sind mit dem deutschen Eisbrecherschiff, der Polarstern, in die Antarktis gefahren. Das war mittels einer Expedition vom Alfred-Wegener-Institut. Und wir haben an Land GPS-Messungen durchgeführt. Den Punkt, den ich selbst gemessen habe, sieht man hier auch im Hintergrund. Die Massenänderungen in der Antarktis sind nur ein Teil der Auswirkungen des globalen Klimawandels. Es gibt noch viele andere Änderungen, die eine Rolle spielen. Aber wir konnten sehen, dass man die Massenänderung sehr gut messen kann. Und das führt uns sehr deutlich vor Augen, dass die Antarktis in Zukunft sehr, sehr stark zum globalen Meeresspiegelanstieg und damit weiter zu den Gesamtänderungen des Klimasystems der Erde beitragen wird. Das, was in der Antarktis passiert, hat globale Auswirkungen und betrifft damit uns alle. Das heißt, es liegt an uns, die Auswirkungen des Klimawandels, die auch die Antarktis betreffen, möglichst gering zu halten.